Ein Hallo von mir und ein herzlich Willkommen von eurer Meier. Ich begrüße euch zu einem weiteren Handwerker-Guide und zu einem Level-Guide von Stufe 35 bis 40. Ich stehe schon in Ulda und zwar ich level weiter den Goldschmied und bin hier bei den Freibriefen, das heißt wieder bei der Abenteurer-Gilde, denn es geht darum, wir müssen gucken, welcher Freibrief wirft am meisten ab, damit wir schon mal das Richtige craften können. Denn jetzt noch das Handwerker-Notizbuch zu craften, ist einfach zu teuer und macht einfach keinen Sinn. Das heißt, wir brauchen dieses Armband für die Inquisition, einen Aquamarin-Armreif. Den werden wir mal annehmen. Passt. Denn wenn wir gucken im Notizbuch, ihr seht, den schon mal gecraftet gehabt natürlich. Muss das ja vorher probieren alles. Das heißt, wir gucken, ich habe das nicht durchgecraftet, genauso nicht bei 35. Also ich crafte dann wirklich nur das, was ich brauche. Und natürlich, wenn ihr was verkaufen wollt, dann könnt ihr natürlich auch den Rest craften. Das ist ganz klar. Jetzt sieht es so aus, wir brauchen hier diesen Aquamarin Armreif. Der hat schon Stufe 38, wie man sieht. Hier muss man eben gucken, man muss aufpassen. Dieses Fertig mit ist schon relativ hoch, dass man hier auch fertig wird mit dem Craft, vor allem wenn wir die Makros verwenden und die Qualität natürlich steigt. Wir werden zuerst diesen Aquamarin craften, den haben wir ja vorher schon gemacht, das heißt hier, den können wir ohne Probleme mit dem Makro noch von vorher craften, von 31 bis 35. Der wird auch in HQ, also wenn wir auch einen HQ verwenden, dann ist eigentlich überhaupt kein Problem. Und wir werden dann uns das Makro angucken, für hier, für diesen Level 38 eben, und ich zeige euch auch ein Makro natürlich für diese Stufe 36, das heißt dieses Makro zeige ich euch auch gleich. Was habe ich nur verändert an Myra? Und zwar, wo wir gucken müssen, wo wir dranbleiben müssen, ist bei der Haupthand. Also hier habe ich schon die 34er Haupthand mir selbst gecraftet, sieht man unten Myra Maisun. Hier sieht man eben, die habe ich mir schon gecraftet, das heißt ich habe jetzt Kunstfertigkeit 185 und Kontrolle 183. Jetzt ist aber so, wenn ich jetzt mein Barfoot klicke mal weg, wir haben von der Grund her 275 HP. Das ist nicht wirklich viel, wenn wir diese Level 38 craften wollen. Und dazu können wir uns jetzt etwas bedienen, was sehr praktisch ist. Ich habe einen Guide auch gemacht, könnt ihr nachsehen, und zwar über Materie einsetzen, denn wir werden jetzt in unser Gear Materie einsetzen. Denn das ist mittlerweile sehr, sehr billig am Marktbrett und das zeige ich jetzt und vor allem auch, was wir einsetzen, denn wir wollen einfach mehr HP haben. Kunstfertigkeit und Kontrolle lasse ich gleich. Ich möchte nur mehr HP haben. Das heißt, ich teleporte mit zum Marktbrett und wir gucken uns jetzt einmal die Preise an, wie es aussieht und was wir da so reingeben werden. So, also wir sind jetzt am Marktbrett. Hier werden wir gucken wegen dieser Materie. Also die einzige Materie, die wir im Moment reinbekommen, ist natürlich die 1er Materie, denn wir müssen die einsetzen mit einem Level 29 und das ist alles ab 30. Also ihr müsst gucken von eurem Gear her, wenn ihr 30 habt, dann könnt ihr das andere auch reintun. Hier, wie gesagt, können wir jetzt die Kosten, ihr seht, das ist der so Normalpreis, das heißt, ihr kauft einmal einfach ein paar raus und fertig. 7, 8, 9, 10, so, das sind also 10 HP, werden das mehr. Nicht wundern, 10 HP sind manchmal wirklich viel, denn es geht sich manchmal um 1-2 HP nicht aus, dass man irgendeinen Skill machen kann. Das heißt, ich werde jetzt mal meine Materie einsetzen. Denn die kann ich ja einsetzen. Werde das machen. Und ja, ich setze mal die ein und dann gucken wir uns natürlich gleich einmal an, was wir für ein Makro benötigen. So, das heißt, wir haben jetzt diese 280 HP. Wir haben halt jetzt 5 HP mehr, denn wir müssen gucken mit Barfoot. Das brauchen wir sehr wohl, nur man muss dann eben gucken, welches Barfoot. Ich brauche für dieses Makro 303 HP. Man sieht es jetzt unten, ich habe schon Makro geschrieben mit 303 HP und das zweite braucht 293 HP für die 40er Belastbarkeit. Das heißt, euer Richtwert sind 303 HP. Ob ihr es jetzt mit Barfoot macht, mit Materia, müsst ihr halt gucken. Ich werde jetzt gucken, wegen einem Barfoot. Ich habe noch diesen
Colchinin, ob der reicht, bin ich mir nicht sicher. Ich brauche die 300. Ich habe 304. Also, ihr seht, ich habe jetzt eigentlich mit demselben Barfood, nur mit der Materie einsetzen, eben jetzt 303 und ich brauche 300, also 304 und ich brauche 303 HP. Jetzt schauen wir uns das Makro natürlich gleich mal an, denn wir wollen ja diesen Aquamarin Amorev craften, der ist hier. Das heißt also, ich brauche noch einen Aquamarin. Hier kann ich mein Makro natürlich verwenden, das heißt, ich werde jetzt schneller mal hier diesen Roh-Aquamarin nochmal umcraften. Das heißt, ich nehme hier wieder mein 40 Belastbarkeit Makro, mache euch natürlich das Makro auch auf, sollte irgendwer das letztens nicht gesehen haben. Das heißt, innere Ruhe, ruhige Hand, dreimal solide, Veredelung, Wiederherstellung, Veredelung, Nachsinnen, dass wir eben wieder HP retour bekommen. Ruhige Hand, große Schritte, solide Veredelung, bearbeiten. Das ist dieses Makro für so ein Aquamarin. Und ihr seht also, wenn alles normal läuft, dann kriegen wir den auch in HQ hin. Jetzt auch mit dem Gear natürlich, wir haben eine andere Haupthand. Die ist natürlich schon wieder besser. Also, ihr seht, guckt, dass ihr immer mit dem Gear up to date seid. In meinem Fall ist es eben jetzt, ja, mit dieser 34er Haupthand. Der Rest ist alles nur das Gear von vorher. 39, 30, 28, 28, 28, 28 und rechts eben 27, 27, 26, 29, 25. Also hier guckt einfach, dass ihr immer drauf seid und das Nahlingsschleifrad. Das haben wir letztens auch schon besprochen. Okay, das heißt also, wir könnten jetzt diesen Aquamarin Armreif, den müssen wir jetzt mal craften. So, somit nehmen wir jetzt diesen Aquamarin Armreif. Hier haben wir jetzt zwei Aquamarin, das heißt, ich fange hier wieder höher an, weil die können wir ja schon craften. Ihr tut euch ja viel, viel leichter, wenn wir das selber machen. Muss ich meinen Chat umstellen. So, das heißt also, wir nehmen diese zwei Aquamarin, den mit Drillbaren ein Stück, den könnt ihr auch selber craften natürlich. Und drücken wir Synthese. Wir gucken uns jetzt das Makro an, ich mache das Makro wieder auf. Muss ich rüberschieben hier. Das heißt also hier, dieses 303 HP Makro. So sieht es jetzt aus. Wir werden das jetzt mal starten. Denn in dem Fall muss ich schon die solide Bearbeitung auch mitnehmen. Denn sonst wäre ich oben nicht fertig. Wir haben diese 129 und die kosten natürlich aber immer 15 HP. Das heißt, wir lassen das Makro jetzt einmal durchlaufen und gucken uns an, ob das auch so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Das heißt, innere Ruhe, ruhige Hand, große Schritte, solide Veredelung, große Schritte, solide Veredelung, eine erneute solide Veredelung, eine ruhige Hand, zweimal veredeln, oh, sogar exzellent, perfekt, und dreimal solide Bearbeitung. Wenn ihr guckt, wir haben jetzt hier 46 und dann brauchen wir sie noch einmal. Und darum brauchen wir hier genug HP. Und ein HP bleibt eben über. Das heißt, wir können das eben mit 303 HP in HQ craften. Das können wir jetzt natürlich abgeben. Das werden wir auch machen. Und das heißt, ich porte mir dort mal hin. Und so müssen wir in dem Fall jetzt eben noch Coertas schon mittlerweile. Das heißt, hier mal relativ viel Rennerei. Portet euch Camp Drachenkopf und dann laufen wir halt einfach in den Süden hinunter. So, dann sind wir klein. Camp Drachenkopf angekommen, bei schönstem Wetter hier, Kaiserwetter, selten hier, aber ich sehe nicht so oft. So, das heißt also, wir geben diesen Freibrief jetzt mal ab, denn ihr werdet sehen, die XP sind jetzt mittlerweile echt gewaltig. Wenn ich das jetzt abgebe, diesen Aquamarin Armreif, dann bekommen wir, wenn wir gucken, zweimal 64.700. Also wenn ihr jetzt in den Chat guckt. Das sind also 129.000 für einen einzigen Freibrief. Also das war ein Stück. Ich kann hier jetzt noch einen abgeben, nämlich für meinen Gourmet. Ihr seht also, mit dem können wir ohne Probleme leveln einfach. Ihr macht Freibriefe mit dem Makro. Fürs 40er Belastbarkeit, das ist auch das, was ich zuerst ablaufen lasse. Das könnt ihr jetzt auch verwenden. Setzt dem voraus, diese 293 HP, ich mache es nochmal auf,
Das heißt, das, was wir auch gesehen haben mit diese 293 HP. Wir hätten hier, ihr seht bei 304, wir hätten 11 HP über. Nur mit 11 HP, da kommen wir nicht weiter. Also da schaffen wir nicht wirklich was. Warum haben wir das Barfoot und die Materie? Eigentlich nur deswegen, damit wir eben diesen hohen Craft craften können mit diese 303 HP. Jo, das war's von mir. Ich hoffe, der Level Guide hilft euch weiter. Spielt einfach weiter, also levelt mit dem Makro, craftet mit dem Makro, macht diese Freibriefe und ihr werdet sehen, ihr seid dann ruckzuck auf Stufe 40 und natürlich, wir sehen uns, wenn es weitergeht, Level Guide von 40 bis 45. Somit ein Tschüss von mir, ein Tschüss von eurer Mayra. Bis zum nächsten Mal.